Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem ganz tollen Video. Unser heutiger Gast ist ein echter Abenteurer und begeistert mit seinem Survival-Content weit über 1 Million Abonnenten und Abonnentinnen. Heute stellt er sich seiner wohl härtesten Herausforderung aller Zeiten, denn er stellt sich dem doppelköpfigen Lismosaurus. Macht einen riesengroßen Applaus für Survival Money! Maxi, was geht? Schön, ja. Wir haben den 7.12., es ist weihnachtlich. Gestern war Nikolaus. Schön. Ja, und, waren die Schuhe voll bei euch? Da natürlich, ja klar. Ich bin auch nicht reingeschissen. Und natürlich noch ein paar Schokobons oben drüber gelegt. Ich hab die Schuhe trotzdem angezogen, weil... Schön. Du standest heute vor verschlossenen Türen, denn du warst ein bisschen zu früh da bei uns und musstest stark pinkeln. Da frage ich mich natürlich, was machen solche extremen Situationen mit dir? Ja, also es begab sich zu jener Zeit am 7.12. um 11.35 Uhr. Ich hatte absoluten Harndrang, aber ich bin ja nicht blöd. Ich habe ein gutes Fahrzeug und einen Kaffeebecher und schon war das Problem gelöst. Ja, einfach den Becher pinkeln. Exakt. Ich würde sagen, deine Berufsbezeichnung ist Urban Explorer. Da hole ich mal meine Pullover. Okay, alles klar. Also das ist, glaube ich, hast du dich falsch recherchiert. Oder jeder, der in Berlin lebt, ist doch irgendwie Urban Explorer. Oder? Was ist deine Berufsbezeichnung? Survival Creator, Content Producer, Hofner, a.k.a. Witzbold. Habt ihr Fragen an den Martin, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Zum Beispiel, wie nehme ich eine Krabbe aus oder wie grille ich einen Alligator am besten, dass er zart rosa ist. Schreibt es in die Kommentare. Was kann ich aus der PET-Flasche alles basteln? Kann ich Pipi zu Sahne schlagen? Kann ich Geschichten? Mich mit AA waschen? Warum schäumt Urin? Du hast einen großen YouTube-Kanal, Dennis hat schon gesagt, über 900.000k. Ja, tatsächlich habe ich vor kurzem die 1 Million geknackt, bin darüber sehr, sehr glücklich. Wie steht denn über 900.000? Lieber Martin, liebe Zuschauer, Entschuldigung für die unterschlagenen 100.000 knapp Abonnenten. Mit unterschlagenen 100.000 gehen wir uns auch aus, Dennis, ne? Was machst du auf deinem Kanal? Was passiert da? Wir haben mittlerweile über 1 Million Abonnenten. Ja, tatsächlich findet man auf meinem Kanal so Mythen, Tipps und Tricks, die man so aus der Survival-Branche kennt. Und ich habe mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, genau das zu hinterfragen. Mhm. Kann man sich, wenn man zum Beispiel lebendig begraben wird, befreien? Ja. Oder gibt es gewisse Dinge, die man essen kann, ohne dabei zu sterben? Mhm. Zum Beispiel Quecksilber. Darf ich das lutschen? Ja, einmal. Und dann ich kann einen Apfel ganz essen, wurde mir vor kurzem beigebracht. Ich kann ihn mit Gehäuse und alles essen. Wichtig ist halt nur, nicht zu viele von den Kernen essen, weil da ist halt Blausäure drin, kennt man. Früher im Gefängnis wurde sich damit umgebracht. Ne? Da wurden die gesammelt, die kleinen Körner, also diese Samen. Und wenn du eine Handvoll davon frisst, dann war's das. Blausäure. Das heißt, wenn ich 10 Äpfel esse und also mit den Kernen bin ich tot? Nein, wir reden von 100 Äpfeln wahrscheinlich, wo du dann irgendwas merkst. Ich glaube, du hast in deinem ganzen Leben noch nie 100 Äpfel. Das ist gar kein Problem. Sehr gut. Da aber dein Kanal, wenn ich richtig geguckt habe, den gibt es schon seit 2012, also schon ziemlich lange. Warum hast du damit angefangen damals? Weil ich ständig davon beeinflusst wurde. Also erstmal muss man grundlegend sagen, ich bin immer schon ein Naturbursche gewesen, war immer schon gerne draußen in der Natur. Und was wir als Kinder gemacht haben, dieses Putzen bauen, in Baumhäusern pennen und so weiter, das war einfach eine Kindheitssache und irgendwann kam der Begriff Survival auf, Bushcraft, dieses, wenn man draußen sich eine schöne Benzerpfanne macht und so weiter. Mhm. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich sagte, ey, ist das alles so, wie man es da mal hört und sieht, richtig oder falsch? Und dann habe ich einfach die Kamera genommen und habe gesagt, okay, heute probieren wir mal aus. Angefangen mit Feuer machen, angefangen draußen zu pennen, mit gar nichts draußen zu pennen, mit wenig zu pennen, entlegensten Orten und so weiter. Ja, und dadurch ist das entstanden. Hast du schon mal ein Wildschwein getroffen? Möchtest du eine Story hören? Ja, gerne. Ja. Einer meiner ersten Übernachtungen war tatsächlich im Wald und ich habe damals noch auf das Setup Zelt gesetzt. Mhm. Mir ein Zelt hingestellt, ich mit meinem Hund rein, mich hingelegt, nachts um 3. Ich denke so, okay, Schlag gegen den Kopf. Aber so richtig so, bumm. Ich dachte erst, die Jungs machen sich einen Spaß, ne? Ein Späßchen hier nachts noch mal ein bisschen. Nee, tatsächlich habe ich dann das Zelt aufgemacht und habe dann so rausgeguckt und sah dann halt so eine rote Wildschweine. Und Wildschweine haben halt die Eigenschaft, dass sie mit ihrer Nase alles ertasten. Und jetzt ist dieses Zelt natürlich für die eine natürliche, unnatürliche Barriere. Ja, und dem war nicht klar, was ist das hier, was liegt da? Also einmal so ein Stups dagegen, keine Reaktion, okay, es scheint auch nicht essbar und so weiter und weiter. Danach habe ich mich dazu entschieden, nie wieder im Zelt zu schlafen, sondern immer nur ein Tarp zu benutzen. Also eine Plane einfach zu spannen und da drunter zu liegen, weil deine Ausdünstung sorgen dafür, dass die Tiere gar nicht erst kommen. Und ach so, ich dachte, die ziehen die dann, wenn ich jetzt da liege, das zieht die Wildschweine an. Ich denke nicht, nein. Das nein, ich habe mal gehört, dass Wildschweine extrem aggressiv sind, auch dann auch auf den Kampf. Die schützen wollen halt ihre kleinen Babys, das ist klar. Ich habe auch eine Story, da wurde tatsächlich morgens um 3:30 oder 2:30 oder was das war, im Sommer ein Jogger, nicht weit von Berlin quasi, angegriffen und an der Oberschenkelarterie verletzt und ist verblutet. Den hat man dann gefunden, als dann die ersten Leute zur Arbeit durch den Wald zur Bushaltestelle gelaufen sind. Gott, wer findet das Mörderschwein? Ich setze 10.000 Mark aus.
wenn wir schon mal so einen Adventure-Experten wie dich dabei haben hier, wollen wir es auch nutzen. Wir haben so 5 Szenarien und du musst einfach sagen, wie können wir da reagieren, um zu überleben. Ja, alles klar, leg los. Szenario Nummer 1 ist, dass wir einem Nilpferd gegenüberstehen. Geil. Lustigerweise habe ich genau vor 2 Wochen die Situation gehabt. Ich stand an einem Wasserloch in Afrika und es waren 3 Nilpferde unter Wasser. Und wir hatten Ranger bei und die haben mir erklärt, hey, pass auf. Die sehen zwar alle chillig und willig aus, sie sind klobig und dick, aber unter Wasser schaffen die 25 Stundenkilometer zu rennen. Das muss man sich mal überlegen. Die rennen auf dem Boden, auf dem Meeresgrund? Die stoßen sich ab, wie so eine Rakete sind. Ach so, ich die stoßen mit dem Ball. Ja, genau. Und das Ding ist halt, es kam zur Situation, dass das halt sehr, sehr nahe kam und die meinen so einen Schritt weiter. Und das Ding kommt raus und du bist Feierabend. Und es gibt halt sogenannte Hippo-Autobahnen. Das sind diese Wege, auf denen sie sich quasi nur eine Stunde am Tag außerhalb des Wassers bewegen. Und wenn du da drauf kampierst oder liegst, dann hast du echt ein Problem. Einfach, wenn du sie siehst, Abstand halten. Und zwar reichlich. Außer du knackst ein Ü-Ei auf. Wenn dann Hippo drin ist, dann kannst du ruhig weiternaschen. Freue ich mich immer. Dann kommt doch eben meine Glasvitrine. Cool. Während wir schwimmen, taucht vor uns ein Alligator auf. Dann würde ich ein Ave Maria machen und einfach nochmal zum Himmel beten und das war's. Habe ich überhaupt eine Chance, mich dagegen zu stellen, körperlich? In die Augen drücken! Exakt gibt es einen Mythos. Ich hätte ihn gerne ausprobiert, aber das war mir dann etwas zu heikel. Feigling! Angeblich wohl ja. Und wenn die quasi dich haben, sollst du dich in der Todesrolle, die sie machen, einfach mitdrehen. Klingt gut, das oder? Das ist die Todesrolle. Die drehen dich um. Nein, der Alligator oder das Krokodil an sich, wenn es zuschnappt, will es ja quasi was von dir haben. Und damit es was bekommt, dreht es dich und reißt dir quasi das, was es hat, ab. Das ist halt, soll ich dann mitdrehen, quasi so eine kleine Performance machen? Das steht in so einem Survival-Ratgeber gerne drin, aber ich glaube mir ganz ehrlich, wenn so ein Vieh dich hat, dann bete noch mal ganz kurz und dann war's das. Aber ist es nicht so, dass Krokodile auch Tiere komplett verschlucken können? Habe ich letztens bei TikTok gesehen, da wurde ein Krokodil aufgeschnitten und da war dann ein kompletter Mensch drin. Schön. Wir stehen auf einem baumlosen Feld und ein Gewitter zieht auf. Dann flach machen, erstmal den Schirm aufstellen. Ja, tatsächlich flach machen. Also, ne, ganz klar, wenn es wirklich ein hartes Gewitter aufzieht, vielleicht noch einen Rucksack oben drauf packen, damit quasi der nächste höhere Punkt nicht dein Kopf ist oder halt deine Füße. Aber dann zieht er so trotzdem an, wenn ich irgendwas. Was ich zieht denn da an? Also, das kann, der Blitz zieht mich dann. Der verbrennt nur deinen billigen Rucksack aus China, aber also nicht deinen Schädel. Mitten im tiefsten Busch verspüren wir großen Hunger, haben aber nur ein Gummiband dabei. Was mache ich? Ja, dann such dir lieber was zu trinken, weil du schaffst locker 30 Tage ohne Essen, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Aber 30 Tage ohne Essen? Ja, ich habe 40 Tage geschafft. Es ist nicht schön und es ist auch nicht einfach, aber es ist möglich, ja. Wann geht der Hunger denn weg? Nach 3 Tagen verschwindet der Hunger und dann bleibt nur noch ein lethargisches, komisches Gefühl, was dir die ganze Zeit, Probleme bereitet. Wow. Das habe ich gerade. Szenario Nummer 5. Uns rennt ein wilder Gorilla hinterher. Es gibt eine Regel, die lernt man als allererstes, wenn man in den Busch oder in die Wildnis geht. Und zwar, don't run. Es wird nicht gerannt. Hä? Kommt dir auf dich zugerannt, mach dich groß, aber fang nicht an wegzurennen. Weil in dem Augenblick, wo du rennst, bist du Opfer. Junge. Ist das so? Das ist tatsächlich so, ja. Also es gibt Leute, die waren unterwegs und es war halt die Situation, dass ein Tier auf sie zukam. Sie haben halt die Flucht ergriffen, sind gerannt. Und in dem Augenblick bist du dann halt Opfer und wirst halt gecatcht. Und du weißt aber auch nicht, ob da irgendwo in der Ecke noch der Leopard oder der Löwe sitzt. Ja. In dem Augenblick, wo du rennst, denkst du so, ey, guck mal, Gazelle auf 2 Beine. Und dann bist du von einem Gorilla und von einem Tiger angegriffen. Exakt. Cool bleiben, langsam, ruhig. Und vielleicht bestimmt sein, ne? Ja, genau. So vielleicht auch mal machen. Ich habe mich jetzt davon gute Idee. Oder? Ja. Sich auch mal so ein bisschen aufbäumen. Absolut. Mal den Babo raushängen lassen. Hast du schon mal bei einem deiner Abenteuer so Todesangst gehabt? Oder wann hast du überhaupt noch Angst? Was muss dir passieren, wenn du Angst hast? Ich habe tatsächlich auch noch Angst. Ich war, wie gesagt, gerade in, in Südafrika und ich habe einen Endgegner, das ist halt der Löwe. Und ja, das war halt für mich so eine Situation, wo ich einmal nicht weitergehen konnte. Was war denn? Erzähl mal, nimm uns mal mit auf die Reise. Was war uns zu helfen? Das Ding ist halt, wir waren unterwegs und wir hatten halt eine Spur von einem Löwen und wollten den halt uns nähern. Und dann hieß es, okay, der Ranger und geht los. Und ich sag, sorry. Bei mir hat alles gesagt, nein. Mhm. Und das Problem ist, ich werde dann halt zum Problem der Gruppe. Weil wenn ich losrenne, sind die anderen am Arsch. So, ich schaff's vielleicht gerade noch, aber der Rest wird halt gesnackt. Ja. So, und damit ich halt keinen Fehler mache oder andere Fehler mache, ich sag, okay, bis hier nicht weiter. Angst ist auch wichtig, weil wenn man nämlich keine Angst mehr hat, dann ist man unvorsichtig. Richtig. Exakt, ja. So, du bist natürlich einem großen Publikum bekannt geworden durch deine Teilnahme in 7 vs. Wild. Was hätte passieren müssen, dass du nicht daran teilnimmst? Also gab es vielleicht irgendwas, wo du gesagt hast, das muss da sein, sonst mache ich nicht mit? Oder? Nö, ich hatte einfach Bock auf das Thema und ich weiß nicht, was hätte kommen müssen, dass es heißt, ich mache da nicht mit. Mhm. Weil die Herausforderung ist ja geil. Aber wie kam es denn dazu? Also Fritz und du, ihr seid ja Buddies oder wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, Fritz und ich sind seit über 10, also seit Anbeginn, wir beide angefangen haben, haben wir uns irgendwann kennengelernt, in der frühen Phase noch und haben dann quasi die Survival-Branche rasiert. Mhm. Und seitdem sind wir halt Buddies und machen halt jeden Scheiß zusammen. Und ihr hat mich gefragt. Ikonen. Ihr seid Ikonen. Ach, das ist schön, ja. Und warum haben die Menschen Bock auf so Survival-Kram? Weil wir komplett reconnected sind. Wir sind nur, also wir haben halt eine Komfortzone, die ist halt unglaublich groß. Und wenn wir halt alleine schon mal eine Runde spazieren gehen und einen Pilze sammeln, verlaufen sich die ersten Leute schon. Mhm. Also das ist halt dieser Punkt. Und wir waren vor 2, 3 Jahren, 4 Jahren noch die absoluten Spinner und die Nische. Und jetzt ist so, boah, geil, eigentlich schon cool. Weil wir merken auch, dass wir tatsächlich unsere Skills verlieren. Mhm. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt,
wäre es schon cool, wenn man wenigstens weiß, wie man Fisch ausnimmt und wie man ein Feuer zustande kriegt ohne ein Feuerzeug. Wie schätzt du denn die zweite Staffel ein? Also du bist in der ersten Staffel dabei gewesen. Haben die es einfacher, schwerer? Wie ist deine persönliche Einschätzung? Ja, als Trainer für Knossi zum Beispiel habe ich ja natürlich musste ich gute Vorbereitung schaffen und dabei auch gut festgestellt, das, was die da haben, ist schon weitestgehend Luxus. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, was ist schwieriger, würde ich sagen, tatsächlich Schweden war schwieriger, weil du da die Kälte hattest als Endgegner. Ja, ja klar. In Panama, wo die da rumkrauchen, die können sich einfach hinsetzen und von mir aus noch 7 Tage einfach sich hinhocken. Sie erfrieren nicht. Das stimmt. Es gab Süßwasser, so wie ich gesehen habe, es gab was zu essen. Sie hätten sich auch Einsiedlerkäse kochen können. Und der ganz schlimme Punkt dabei ist dieser Müll. Der wirkt erstmal so als Problem, aber eigentlich ist er total der Vorteil. Weil egal, wo du auf der Welt strandest, es wird immer diesen Müll geben. Und der... Habt ihr ja gesehen, Gefäße, ja, die Netze, klar. Kannst du dir eine Matte draus bauen, also das ist schon krass. Ich finde auch, damit geht so ein bisschen der Charakter des Survival flöten für dich. Jetzt wird natürlich viel spekuliert, dritte Staffel ja oder nein, da du ein Insider bist und wir dich auch deswegen eingeladen haben. Erzähl mal bitte, dritte Staffel, wie sieht's da aus, lieber Martin? Nimm uns aber mit auf die Reise. Wird's da was geben, wird's da nichts geben? Ein Gentleman schweigt und genießt. Du hast ja auch schon eine Ahnung gehabt, dass du sagst. Was sagst du denn? Ich glaube, ja. Was sagt der Fritz? Fritz sagt, es wird kein Seven Wills Wald mehr geben. Aber das wird es dann wahrscheinlich nicht mehr so geben, weil es ja nicht so heißt. Dann wird es wahrscheinlich die große Promi-Dschungelprüfung heißen. Ja, genau. Und die läuft dann halt auf Kabel 1 um 17:50 Uhr vor Rosins Restaurants. So. Oder 8 vs. Wild. Ja. Könntest du dir vorstellen, wieder teilzunehmen? Definitiv. Ich hätte richtig Bock auf so eine Team-Edition, wo du halt tatsächlich einen Anfänger und einen Profi hast, die gehen raus, würde ich mir sehr, sehr unterhaltsam vorstellen können. Ja, ist das nicht aber extrem, ich bin der Profi, du bist der Anfänger, ja. Aber ist das nicht so extrem nervig, du hast ja quasi, du hast so voll deinen Film, du weißt, was du machen musst, und hast du einen absoluten Noob neben dir, hast du dann eher den Instinkt, dass du sagst, ich zieh dich mit oder nervt das vielleicht nicht sogar irgendwann? Es kommt ganz darauf an, ob ich rausfliege, wenn der auch rausfliegt. Ja, wenn da irgendwas ist so. Ja, dann wird es ein hartes Stück Arbeit. Mein Gott, Thorsten! Echt, ey! Mein Gott! Hey, was soll das denn jetzt? Bist du dann so jemand oder bist du ein Teamplayer? Sagst du, komm, wir haben beide hier daran teilgenommen. Ja, ist du auch was vom Reh, wir teilen uns. Ich sag mal so, Zwang ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, klar. Aber ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten. Man ist ja, wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, kriegt man ihn schon durch. Liebe Freunde, besucht ihn auf allen seinen Kanälen. Instagram, TikTok hat er auch über 700.000 Follower. Oder ist die Zahl falsch? 700.000. Die ist richtig. Er macht auch den Tanz. Hit you with the blink. Hit you with the wings. Oben geht von Follow Me Reports. Plastic Boy, Schönheit um jeden Preis. Und unten gibt's Talk mit Seven vs. Wilds Teilnehmerin Nova! Zieht euch das rein, habt einen schönen Tag und bleibt sauber! Tschüss! Bumm!